eigentlich schon immer Cristiano Ronaldo gewesen. Schön, aufregend und sehr, sehr wichtig für mein Leben. So einen speziellen Gegenspieler habe ich gar nicht. Das ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich, entwickelt sich auch meistens immer in den Spielen. Aber so auf Dennis Erdmann freue ich mich. Ja, auf jeden Fall. Boah, sind beide sehr, sehr schöne Städte. Ich habe mich in Dresden wohl gefühlt, aber auch schon immer in Köln sehr wohl gefühlt. Hennesse. Himbeere mag ich ganz gern und Heidelbeere. Ja, tatsächlich. Ich hatte mit der Rücknummer 17 eine sehr gute Saison bei Preußen Münster. Eine nicht so gute Saison bei Dresden. Und wie es auch im Leben halt so ist, gute und schlechte Zeiten, aber diese Nummer ist halt für mich ein bisschen zu so einer Besonderheit geworden. Ich habe mich mit ihm privat ausgemacht und er war da ganz locker. Wir haben vieles, wenn wir konzentriert so weiterarbeiten. Ich denke, wir haben uns jetzt als Mannschaft gefunden. Und wenn wir den Fokus weiter so beibehalten und so Fußball spielen, dann kann am Ende vieles bei rumkommen. Ich denke, die Ligen unterscheiden sich darin, dass du in der dritten Liga ein bisschen mehr Platz hast am Ende der Spielzeit und dass du halt das Gefühl in der zweiten Liga ständig hast, dass die Zweitligisten irgendwo mehr zu verlieren haben, die Teams mehr auf Sicherheit spielen. Aber du hast in der zweiten und dritten Liga solche Teams und solche Teams. Also das ist dann, du hast in der dritten Liga Teams, die sehr, sehr gut Fußball spielen können und welche, die halt mehr auf Kampf aus sind. Und das hast du in der zweiten Liga genauso. Ja, auf jeden Fall, sonst wäre ich nicht zurückgekommen. Kann man vieles aufzählen. Ich denke, da kannst du viele Minuspunkte erwähnen, genauso viele Pluspunkte. Ich denke, da müssen andere entscheiden. Ich versuche immer straight zu bleiben, gerade zu sein. Und denke, habe mich in den letzten Jahren zum Positiven verändert, entwickelt. Ich denke, das hat meiner Laufbahn nochmal so einen kleinen Schub gegeben oder noch vieles gerettet. Sonst würde ich heute nicht hier sitzen. Ganz viele, so viele wie möglich. Nein, also Tore sehe ich immer so als kleinen Bonus. Das habe ich immer gesagt. Ich bin defensiv einsetzbar, genauso wie offensiv. Ich bin so ein Bindeglied zwischen Offensive und Defensive. Deswegen denke ich, werden es jetzt keine 25 Tore sein. Aber ich denke schon, dass das ein oder andere Tor dabei sein wird. Da habe ich viele Pläne, aber die kannst du natürlich jetzt nicht realisieren oder vernünftig vorbereiten, da du gar nicht weißt, da ich natürlich auch noch im Fußball ambitioniert bin und noch vieles vor mir habe. Ich denke, er wird damit groß werden und automatisch wird er hoffentlich auch, auch Fußballer. Ja, schon länger. Schon sehr lange.